Hey und herzlich willkommen zu Itelio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Raphael und in diesem Video geht es um die recht neue Windows Local Admin Password Solution, kurz Windows Labs, mit Microsoft Intune. Dieses Video ist Teil unserer Reihe zum Thema Intune für Microsoft Windows. Wenn ihr die anderen Videos noch nicht kennt, schaut euch unbedingt die Playlist an, die findet ihr hier oben in der Infobox und auch unten in der Videobeschreibung. Abonniert auch direkt den Kanal, um die zukünftigen Videos nicht mehr zu verpassen. Mit Windows Labs können lokale Admin-Kennwörter auf Clients verwaltet, ausgelesen und rotiert werden. So sind die Kennwörter bei Bedarf für Admins schnell zugänglich und man erhält zusätzlich die Sicherheit, dass kein Kennwort auf mehreren Clients genutzt wird. Windows Labs ist nicht zu verwechseln mit Microsoft Labs. Letzteres ist eine rein AD-basierte Lösung, die inzwischen als Legacy gilt und durch Windows Labs abgelöst wurde. Windows Labs kann in zwei Konfigurationen genutzt werden. Entweder sichert man die lokalen Admin-Kennwörter nach Azure AD oder in das Active Directory On-Premise. In diesem Video schauen wir uns an, wie man Windows Labs mit Intune so konfiguriert, dass die Kennwörter im Azure AD ausgelesen werden können. Die Konfiguration für das lokale AD wird auch in der Microsoft-Dokumentation beschrieben, die wir euch in der Beschreibung verlinken. Zuerst einige Voraussetzungen. Bei den ganzen neuen Features in der Intune Suite ist es erfrischend, dass Windows Labs keine zusätzlichen Lizenzen benötigt. Die Funktion ist in den Basislizenzen für Azure AD und Intune enthalten und kann somit in jeder Intune-Umgebung genutzt werden. Windows Labs benötigt allerdings eine bestimmte Windows-Version mit gewissen KBs. Hier blenden wir euch eine Liste der Versionen ein, die ihr mindestens benötigt. Stellt also sicher, dass eure Windows-Clients mindestens auf der jeweiligen Version sind. Ansonsten wird Windows Labs nicht funktionieren. Das Feature ist übrigens sowohl auf Azure AD Joint als auch auf Hybrid Joint Clients unterstützt. Solltet ihr euch dazu entscheiden, die Kennwörter in das lokale AD zu sichern, ist das allerdings nur bei Hybrid Joint Clients möglich. Da wir heute nach Azure AD sichern, sind aber beide Joint-Typen unterstützt. Als erstes müssen wir sicherstellen, dass auf den Clients auch ein lokaler Admin vorhanden ist. In der späteren Labs-Konfiguration können wir zwar ein Konto angeben, dieses wird aber nicht automatisch erstellt. Es kann zwar der eingebaute Administrator genutzt werden, allerdings wird dieser oft deaktiviert oder es wird lieber ein Konto mit anderem Namen genutzt. Also erstellen wir einen eigenen Admin. Dafür habe ich ein Skript vorbereitet. Der Link zum Skript in unserem GitHub-Repo ist in der Beschreibung zu finden. Gebt in der Variable LocalAdminUsername den Namen an, den das Konto tragen soll. In diesem Skript ist das standardmäßig LabsAdmin. Ansonsten müsst ihr nichts ändern. Das Skript generiert initial ein 32-stelliges alphanumerisches Kennwort, welches später durch Labs geändert und verwaltet wird. Anschließend erstellt das Skript den lokalen Benutzer und fügt ihn auf Basis der SID zur Gruppe der Administratoren hinzu. Wir nutzen hier die SID, damit das Skript auch auf allen Betriebssystemsprachen funktioniert. Passt also bei Bedarf den Nutzernamen an und speichert das Skript ab. Als nächstes müssen wir das Skript in Intune verteilen. Navigiert dazu links zu Devices, dann zu Windows und zu den PowerShell-Skripts. Bei mir sieht man, dass ich das Skript schon hochgeladen habe. Zum Hochladen klickt ihr oben auf Add, gebt zuerst einen verständlichen Namen ein, zum Beispiel Create Local Admin, und ladet das Skript dann hier hoch. Die ersten zwei Einstellungen lasst ihr beide auf No. Wichtiger ist noch die erste Einstellung. Wenn wir diese auf Yes setzen würden, dann würde das Skript im Kontext des angemeldeten Users ausgeführt werden. Hat dieser angemeldete User keine Adminrechte, schlägt das Skript natürlich fehl. Aktiviert die dritte Einstellung, sodass das Skript im 64-Bit-Kontext ausgeführt wird. Ansonsten schlägt es ebenfalls fehl. Klickt dann auf Next bis zu den Assignments und weist es euren Gruppen zu. Ich habe mir dafür testweise eine Labs-Gruppe angelegt. Die wähle ich hier aus, kann dann noch meine Einstellungen überprüfen und abspeichern. Ich lasse das bei mir bleiben, da ich das Skript bereits verteilt habe. Bei meinem Testclient sieht man, dass der User nach Ausführung des Skripts angelegt wurde und hier auch in den lokalen Administratoren enthalten ist. Vor der Konfiguration von Windows Labs müsst ihr das Feature in eurem Tenant zuerst aktivieren. Navigiert dazu im Entra Admin Center links zu Devices, dann zu Overview und hier zu Device Settings. Aktiviert unten den Schalter bei Enable Azure AD Local Administrator Password Solution. Speichert dann oben mit Save ab. Bei mir ist das schon so eingestellt, also muss ich nichts mehr tun. Um Labs nun zu konfigurieren, navigiert im Intune Admin Center links zu Endpoint Security, zur Account Protection und erstellt hier eine neue Policy. Als Plattform wählt ihr Windows 10 und neuer und als Profiltyp das Windows Labs. Vergebt auch hier wieder zuerst einen Namen, bei mir einfach testweise Labs und optional noch eine Beschreibung. Als nächstes konfiguriert ihr zuerst das Backup Directory. Wir wollen die Kennwörter nach Azure AD sichern, also wählen wir hier unter Backup Directory auch Azure AD. Dann könnt ihr einstellen, wie oft die Kennwörter automatisch rotiert werden sollen.
Bei Azure AD als Sicherungsort ist das Minimum 7 Tage, das Maximum liegt bei 365 Tagen. Ich stelle das bei mir auch auf 7 Tage. Dann aktiviert ihr die Einstellung für Administrator Account Name. Macht ihr das nicht, wird der eingebaute Admin genutzt, aber wir haben ja einen eigenen erstellt. Aktiviert das also und tragt den Namen des Admin-Accounts aus dem Skript ein. Im Standard ist das wieder der Labs-Admin. Dann könnt ihr die Komplexität der Kennwörter einstellen. Ich setze das bei mir auf Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen mit einer Mindestlänge von 16 Zeichen bzw. einer Länge von 16 Zeichen. Schließlich könnt ihr festlegen, ob ein Kennwort nach einer Authentifizierung mit dem lokalen Admin geändert werden soll. Hier gibt es drei Optionen. Reset Password ändert das Kennwort, Reset Password and Lockoff ändert das Kennwort und lockt den Admin aus und Reset Password and Reboot startet den Rechner nach der Kennwortänderung neu. Ich wähle Reset Password and Lockoff. Die letzte Einstellung gibt dann an, wie viel Zeit nach der Authentifizierung vergehen soll, bis der eben konfigurierte Schritt durchgeführt werden soll. Im Standard beträgt der Wert 24 Stunden, dabei belasse ich ihn auch. Nach der Konfiguration weist ihr die Policy wieder einer Gruppe zu, bei mir wieder meine Labs-Gruppe. Prüft nochmal eure Einstellungen und speichert ab. Ich habe schon so eine Policy erstellt, also verwerfe ich meine Konfiguration wieder. Habt ihr alle Voraussetzungen erfüllt und sämtliche Konfigurationen durchgeführt, sollte es gar nicht so lange dauern, bis ihr die ersten Kennwörter einsehen könnt. Das könnt ihr an verschiedenen Stellen machen, so zum Beispiel direkt im Intune Admin Center. In der Übersicht des jeweiligen Geräts gibt es links den Menüpunkt Local Admin Password. Da könnt ihr das Kennwort unter Show Local Administrator Password mit einem weiteren Klick auf Show anzeigen. Hier sieht man auch, wann das Kennwort zuletzt rotiert wurde und wann es das nächste Mal regulär rotiert wird. Wollt ihr das Passwort manuell rotieren, navigiert zurück zu Overview, oben rechts auf die drei Punkte und wählt hier Rotate Local Admin Password. Klickt ihr dann hier drauf, wird das Kennwort beim nächsten Neustart rotiert. Alternativ könnt ihr auch das Azure AD Admin Center bzw. das Entra Admin Center nutzen. Unter Devices, Overview und Local Administrator Password Recovery könnt ihr auf einen Blick alle Geräte einsehen und deren Admin-Kennwort auslesen. Unter All Devices findet man das zum jeweiligen Gerät ebenso. Das heißt, ich könnte hier auch wieder zu meinem einzelnen Gerät klicken und sehe dann hier unter Local Administrator Password Recovery das einzelne Kennwort für dieses Gerät. Manuell rotieren könnt ihr das Kennwort allerdings nur in Intune. Standardmäßig benötigt man einen Global Admin, Cloud Device Admin oder Intune Service Admin, um die lokalen Kennwörter auszulesen. Wenn ihr gewissen Usern ermöglichen wollt, Kennwörter auszulesen, ohne direkt eine dieser Rollen zuzuweisen, könnt ihr eine eigene Rolle dafür erstellen. Navigiert dazu im Entra Admin Center links zu Roles and Admins und erstellt hier oben eine neue Custom Role. Vergebt zuerst einen Namen, zum Beispiel Labs Password Reader und optional wieder eine Beschreibung. Unter Permissions sucht ihr nach Password und wählt dann hier Device Local Credentials Password Read aus. Darunter die Standardberechtigung erlaubt es nur, Metadaten wie das letzte Rotationsdatum einzusehen. Prüft nochmal eure Einstellungen und speichert ab. Auch hier habe ich schon eine Rolle vorbereitet, die ich einem User ohne Global Admin oder andere Rollen zugewiesen habe. Das ist hier meine Windows Labs Password Reader. Wenn wir hier mal zum User Raphael Baut wechseln, sehen wir, der hat keine andere Rolle zugewiesen. In diesem Browser bin ich schon mit diesem User angemeldet und kann hier im Azure AD Admin Center Kennwörter auslesen. Nutzt das also, wenn ihr gewissen Usern, zum Beispiel im Helpdesk, diese Möglichkeit geben wollt, ohne direkt eine der größeren Rollen zuweisen zu müssen. Zum Abschluss noch eine kleine Demo, die zeigt, dass das Kennwort auch tatsächlich funktioniert. Ich habe mir das Kennwort vom Client ausgelesen und hier in die UAC Prompt eingefügt. Ich authentifiziere mich mit dem erstellten Labs Admin Account und nutze das von Windows Labs generierte Kennwort. Wenn wir das jetzt starten, sehen wir, dass die CMD als Administrator geöffnet wird. Und damit war es das für heute. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat und ihr diese praktische Lösung einsetzen werdet. Wenn ja, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns einfach einen Kommentar unter dieses Video. Abonniert doch gleich unseren Kanal für mehr Tutorials und aktuelle News zur Microsoft Cloud. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!